dass wir jetzt nochmal der Lorenz vielleicht nochmal kurz beziehungsweise nochmal was zu diesen Generalsprozessen erzählt, zu den Auseinandersetzungen, die dann in der Nachkriegszeit du geführt hast gegen diese Wehrmachtsgeneräle, wo sie eine Jugendveranstaltung in Solingen mit 800 jungen Leuten zum Thema Missbrauch der Jugend, habe ich darauf hingewiesen, dass an der Spitze der Armee Generale stehen, die eigentlich auf die Angabebank gehören würden und nicht an die Spitze der Bundeswehr. Ich habe sie auch als Massenmörder bezeichnet und als Leute, die, wie gesagt, also vor Gericht gehören, aber nicht an die Spitze der Bundeswehr. Da hat Franz Josef Strauß eine Anzeige wegen Beleidigung eingereicht mit den betroffenen Generalen Heusinger, eines der Operationschefs Hitlers, Beidl, Geiselmörder von Paris, Fürsch, verantwortlich für die Morde um Leningrad, Kammhuber und Ruge. Ruge war Admiral, der den Befehl unterzeichnet hat, den Völkerrechtswidrigen auch die Rettungsschiffe bei Geleitzügen zu versenken. Das war völkerrechtswidrig, denn die Rettungsschiffe dürften nicht angetastet werden. Es sei ein Befehl, Rettungsschiffe zu versenken, war also völkerrechtswidrig. Und das war also im Grunde bekannt. Nur diese Leute haben von den Amerikanern, weil sie ihnen ihre Erfahrung aufgezeichnet haben mit den Ostfeldzügen, ein quasi Placebo bekommen. Ist ja auch interessant. Es gab zwar einen Beschluss der Alliierten vom 8. August 1945 Verfolgung und Bestrafung von Kriegsverbrechern. Die Amerikaner haben sich aber die wichtigsten deutschen Generale, darunter Heusinger und Speidel, an Land gezogen, haben die sogenannte Historische Division gegründet, die Historische Division gegründet, damit sie ihnen ihre eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen der Deutschen mit den Ostfeldzügen zu Papier bringen. Diese Leute hatten also von vornherein einen Vorteil und der Personalgutachterausschuss des Bundestages konnte nur zur Kenntnis nehmen, dass die Amerikaner ihnen das Placebo gegeben haben. So wurden diese Leute also Generale der Bundeswehr. Ich hatte schon mit Kurt Schumacher eine Auseinandersetzung, das war der frühere Parteivorsitzende der SPD, weil er mit den Hitler-Generalen, intime Gespräche führte. Ich wurde dann belehrt von Erich Ollenhauer, dass Schumacher die Pläne von Adenauer, vom damaligen Kanzler, nur erfahren kann, wenn er mit den Hitler-Generalen redet. Es ging um die Frage der Wiederaufrüstung oder der Remilitarisierung. Auf die Art und Weise wusste ich also, wie die Geschichte also gelaufen ist damals. Und als ich die Generale attackierte, sie seien Massenmörder, sie seien also an den schwersten Kriegsverbrechen beteiligt in einer Jugendveranstaltung, da kam dann die Anzeige von Franz Josef Strauß. Ich ging vor Gericht, aber nicht als Angeklagter. Die Presse schrieb, aus dem Angeklagten ist ein Ankläger geworden. Warum? Weil ich all mein Wissen mit zusätzlichen Informationen vor Gericht ausbreiten konnte. War sehr interessant, als es in Frankreich herumsprach, der Speyer zu den Anzeigern gehörte, bin ich nach Paris eingeladen worden. Und im Vorzimmer vom Herrn de Gaulle, vom Staatspräsidenten, bekam ich also Dokumente gegen den Herrn Speyer, die ich noch nicht hatte. Und in Prag habe ich Dokumente bekommen über den Herrn Heusinger, die ich noch nicht hatte. Und in Großbritannien in der Wiener Library habe ich weitere Dokumente bekommen, sodass ich also bestens ausgestattet mit Argumenten und mit Material in die Verhandlung gehen konnte. Dazu kommt noch ein weiteres. Ich war damals befreundet mit einem amerikanischen General. Der hat mich 1946 vor dem Nürnberger Tribunal gesehen. Er hätte mich mit hineingenommen, aber ich hatte einen Termin an der Grenze, konnte also nicht. Aber ich hatte Verbindung mit ihm gehalten und er hat mir ebenfalls Material in die Generale zur Verfügung gestellt. Und das konnte ich natürlich, nachdem ich also vor Gericht mich zu verantworten hatte, das präsentieren. Also wie gesagt, wenn die bürgerlichen Zeitungen schreiben, aus dem Angeklagten ist ein Ankläger geworden, dann zeigt das die Situation. Ich habe mich nicht verteidigt.
Dafür hatte ich die Anwälte, die sollten mich verteidigen. Ich war laufend im Angriff. Ich hatte die Positionen, für die ich angeklagt war, noch immer weiter ausgebaut vor Gericht. Bin ich zurückgewichen. In der Situation also wurde ich natürlich verurteilt, Berufung eingelegt, in der nächsten Instanz wieder verurteilt. Dann hat der Franz Josef Strauß, weil sie dauernd in der Defensive waren, noch ein Staatsgefährdungsverfahren gegen mich eingeleitet, ein Staatsgefährdungsprozess. Das wäre also Staatsgefährdung gewesen, wenn ich die Generale so runtermache. Da kann man darüber reden, ob das Beleidigung war, eine Tatsachenbehauptung. Aber eine Staatsgefährdung kann es wohl nicht gewesen sein. Ich habe auch diesen Prozess auch noch am Hals gehabt. Und bin auch wieder nicht einen Schritt zurückgewichen, sondern habe meine Position vor Gericht weiter ausgebaut. Also das waren Situationen, die ja, waren kennzeichnend für die Lage in der Bundesrepublik. Kriegsverbrecher werden von den Juristen verteidigt und jemand, der die Wahrheit sagt, der soll sich vor Gericht verantworten. Das war die damalige Lage, die wir hatten. Ich glaube, die ist ausgegangen. Noch der Prozess wieder dann am Ende. Ach so. Ja, also natürlich wurde ich verurteilt und wieder verurteilt und nochmal verurteilt. Dann kam der Staatsgefährdungsprozess dazu, wurde ich nochmal verurteilt. Und dann passiert eine ganz interessante Sache. In ein Urteil gegen mich hat ein höherer Gerichtshof in Karlsruhe hineingeschrieben, hat also quasi Knorr mit Hitler verglichen. So ungefähr, Hitler hat gedroht, wenn die Revolution erfolgt, er werden die Köpfe rollen. Und Knorr ist Direktorumsmitglied bei der DFU, die ist dann Organisation der DKP. Also ist dem Knorr zuzutrauen, dass er wie Knorr, dass er wie Hitler erklärt hat, es werden die Köpfe rollen. Habe ich nie gesagt. Aber mit solchen Sachen wird man also konfrontiert, mit solchen Irreführungen. Und ich wurde zwar verurteilt, gegen alles Recht und gegen die Wahrheit. Und natürlich bin ich in Berufung. Ich hatte ja zwei gute Anwälte. Einer lebt noch, der Heinrich Hannover, mit manchen bekannt sein. Und wir haben also gut gestritten. Wie gesagt, aber die Verteidigung hat den Verteidiger überlassen. Ich blieb im Gericht dabei, das, was ich schon behauptet hatte, noch weiter auszudehnen, noch weiter abzusichern. Aber naja, bei uns erzählt nicht die Wahrheit, sondern die Staatsanwälte sind ja, wie soll ich sagen, weisungsgebunden. Und wenn die eine Weisung bekommen hätten, den Prozess nicht weiter zu verfolgen, dann hätte kein Gericht über mich zurechtgesessen. So aber müssen sie von oben ständig die Anweisung bekommen haben, dahinter zu bleiben. Also immer wieder mich also in irgendeiner Weise zu beschuldigen, die Wahrheit quasi zu beschuldigen. Und trotz einiger Verurteilungen und trotz zunächst wichtiger internationaler Proteste, die neue Preisträger, Linus Pauling und Rassel, haben sie mich also Zeugnis abgelegt. Trotzdem würde ich erstmal erinnern, bis jemand an den Bundespräsidenten herangetreten ist, ganz Deutschland oder die Bundesrepublik damals, wird, wie soll ich sagen, in ein dunkles Licht gerückt, wenn die Anklage gegen Knorr nicht fallen gelassen wird. Also solche Auseinandersetzungen gab es. Die Sache schlief dann ein. Ohne dass ich freigesprochen worden wäre, sondern das Prozess wurde wegen mangelnden Interesses der internationalen Öffentlichkeit eingestellt. Dabei hatte ich 3000 Solidaritätserklärungen von Vladivostok bis nach Los Angeles. Also ehemalige Minister, ehemalige Generale haben für mich also ausgesagt. Aber ich wurde lange Zeit verurteilt, bis dann eben der Durchbruch kam. Der dickste Hund war also, dass mich in einem Urteil, dass ich in einem Urteil gleichgestellt wurde mit Hitler. Wir haben dann erreicht, bei Intervention vom Justizminister und bei Intervention beim Bundesverfassungsgericht, dass dieses ganze Gericht seines Amtes enthoben wird und wurde ein neues Gericht eingerichtet. Und es ist so, dass auf der oberen Ebene, das ist ja keine Tatsacheninstanz, wird ein sogenannter Angeklagter ja nicht gehört. Der wird in der Tatsacheninstanz gehört, das ist die erste, die zweite Instanz. In der dritten Instanz, das ist eine Rechtsmittelinstanz,
Da werden nur Anwälte gehört. Meine Anwälte wurden gefragt, ob denn der Herr Knopp bereit ist, vor diesem Gerichtshof, wo also ein Laie also nichts zu tun hat, seine Position darzulegen. Er bekommt eine Stunde Zeit. Ich bekam eine Stunde Zeit. Mein Prozessgegner, der Generalstaatsanwalt, war Bubak. Ich habe dann vor Gericht mit Zitaten aus dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags nachgewiesen, dass ich gar nicht betroffen sein kann, dass hier Anklage gegen einen Staatsfeind geführt wird, aber aufgrund meiner Vergangenheit so viele Seminare über staatspolitische Erziehung und einiges andere, einige Bücher dazu, das kann ja wohl kein Staatsfeind sein. Da brach die ganze Geschichte zusammen und das Interessante war, der Hohe Gerichtshof, der wurde dann insgesamt vom Justizminister und vom Bundesverfassungsgericht seines Amtes enthoben, wegen Rechtswidrigkeit gegenüber einem Angeklagten. Sauber.